So, wir kommen zurück zum Busch. Wir können sich einfach auf Platte ziehen, du brauchst aber mehr noch. Wir sprechen gerade darüber, wie man vielleicht eventuell früher WC3 gecrackt hat. So, wir reden mal mit diesem Typen hier im Wald, den ich bestimmt total gerettet habe. Vor einem Wildschwein. Wer ist er überhaupt? Garn? Aber jetzt kriege ich dich. Hä? Wie mag der mich nicht? Okay, wir laden nochmal und ich zauber mal den Vergessenszauber auf ihn drauf. Ich weiß zwar nicht, warum er mich nicht leiden kann, aber das ist ja auch egal. Vielleicht mag er mich einfach nicht, aber eventuell habe ich ihn vielleicht... Na gut, wenn ich ihn als Drachensnapper gehauntet, wäre er tot. Das Problem ist, ich muss das ja auf ihn zaubern, bevor er mich aggrot, ne? Ich habe 4 vergessen. Warum habe ich den 4 vergessen? Hat er mir noch welche gegeben? Ach nee, Quatsch, ich habe keine 4 vergessen, ich habe nur einen vergessen, aber es... Haha! Ach, den kenne ich ja schon, den Typen sogar. Aber er ist mir nicht mehr böse, weil ich ihn irgendwie auf so einen gehauen habe. Ja. Was macht die Jagd? Das letzte Tier, das ich erlegen konnte, war eine große Ratte. Nicht sehr ermutigend und schlecht fürs Geschäft. Seit ein paar Tagen streift so ein schnaubendes Tier in der Gegend herum. Es tötet nicht nur alles, was sich bewegt. Es stört mich auch bei meiner Arbeit. Tja. Das schnaubende Tier ist praktischer Zauber, in der Tat, ja. Aber warte, ist das da vorne ein Drachensnapper? Nee, das ist ein normaler Snapper, ne? Ich quicksave trotzdem nochmal. Wenn das ein Drachensnapper ist, dann habe ich den. Ah! Genau! Den werde ich in 1 Million Jahren nicht tot kriegen! Ein schnaubender Drachensnapper! Genau! Von allen Viechern! Das war sogar einer. Oh Mann, ey. Den kriege ich nicht tot. 1000 Jahre nicht. Ich kenne mich mit Drachensnappern durch Zufall aus. Und weiß, dass die echt kampfstark sind. Da kann man leider nichts machen. Er hat zum Glück nicht nur geschnaubt, aber trotzdem. Der Snapper ging. Ich glaube tatsächlich, dass mein verzauberter Snapper besser wäre. Also es ist ein bisschen lächerlich, dass der Snapper-Verwandlungszauber dir 200 Stärke und 200 Geschicklichkeit gibt. Das ist ein Bug, oder? Wenn das. Ich weiß nicht, 200 ist halt. Obwohl 200 ist gar nicht so viel. Wenn ich mir meine Waffen hier angucke, hier, der Ork-Schlechter braucht ja auch 130 Stärke, ne? Das ist ja das 200 ja gar nicht mehr so weit von entfernt. Aber halt beides. Über die Geschicklichkeit weiß ich gar nicht, wie die skaliert. Die gibt, glaube ich, nur Trefferrate, oder? Ich weiß ja nicht, was für eine Waffe der Drachensnapper benutzt. Hä? Steht da oben in dem Baum für eine Statue? Also da? Nee, oder? Sieht aus wie so ein... Wie so ein Typ, der so ein Schwert vor sich hält. Also so. Dann das Schwert zu nehmen, bitte. Ja, das ist wahrscheinlich meine Müdigkeit, die mir einen Streich spielt. So, es wird auch langsam Nacht. Also wir haben jetzt den ganzen Tag damit zugebracht, als Vieh rumzurennen, Leute zu erschlagen. Obwohl, ich muss, bevor ich zurück in die Stadt gehe, muss ich eigentlich noch... Ich muss. Der Weg über die Brücke ist jetzt ja frei. Das macht es ja schon erheblich schnell. Ich könnte mich natürlich jetzt einmal teleportieren. Der Teleport-Dings ist ja... Warte mal, apropos Teleport. Warte mal, hier ist doch noch diese... Hier ist doch noch dieser Friedhof. Genau, da habe ich ja alles tot gemacht. Das heißt, ich kann hier noch die Zombie-Höhle, wenn die Zombies nicht wieder aufgestanden sind. Ja, machen oder nicht. Ist total lebensbejahend. Mart Mulgo. Butlerfleisch. Heißt das Butlerfleisch, du weißt größtenteils auf... Ich hätte gerne den Helm von diesen Toten. Wer ist das hier? Sepp. Heilkraut. Anscheinend kann ich die Toten noch nicht ausbuddeln. Wilfried Okara. Das Akronyme oder Synonyme von den Entwicklern sind, die hier liegen. Iota. Martha Okara. Also nicht so richtig geortet, dieser Dings hier. Friedhof heißt das Ding. Dafür brauchst du auch eine Schaufel. Hier ist jetzt die Frage, brauche ich dafür eine Schaufel? Oder geht's einfach nicht? War denn nicht diese dumme Höhle? Wie habe ich die dumme Höhle eigentlich gefunden?
Ich musste die gerade so machen, dass die. Also, guck mal, also zumindest die Waffen von den Viechern bleiben liegen. Wer liegt hier? Ehrengardist Uta Seranes. Dietmar Okara, Schwertträger war übrigens. Schwertträger Usab Okari. Bisschen Familiengrab hier. Dunkelpilz. Heilkraut. Ich würde echt das für. Graf Latzer von Siegburg. Graf Anhieb von Waldfried und Freiherr Simbus von Karre. Es bleibt nur so offen, dass ich echt nichts übersehen habe. Das ist so ein bisschen lächerlich. Auf der einen Seite kannst du hier durchrennen wie so ein junger Gott. Paladin Zweihänder. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass hier so eine Leiche hier gleich aufsteht. Juwelenschatulogie. Das ist hier gleich irgendwas. Schwarzes Erz, das ist magisch. Paladinschwert. Nice. Also mein Eindringen in diesen Ort hier hatte. Oh, noch ein Paladinschwert. Jawohl. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schwertträger hatte ich als Kind auch im Aquarium. Weißt du? Das ist Fischer? Was brauchen so ein Paladin-Zweihänder? Hä, der ist auch nur symmetrisch. Ich brauche keine symmetrischen Waffen. Obwohl, das. Ne, das ist ein Zweihänder, das ist ja scheiße. Paladin-Schwert, 60. Ja. Ich brauche keine symmetrischen Waffen, Freunde. Ich brauche eigentlich. Also symmetrisch im Sinne von macht Schaden und braucht Stärke. Ich bräuchte eigentlich Waffen, die deutlich weniger Stärke brauchen, aber mehr Schaden machen. Und nicht gleichzeitig noch Geschicklichkeit, wie gesagt, brauchen. Gibt es hier noch eine zweite Höhle, die ich übersehen habe? Ich sehe einen Stein. Oder? Es wird langsam Nacht. Meine Überlebenschancen sind verbessert. Theoretisch müsste ja alles tot sein. Wo ist denn das hier? Ein Lager? Scheiße. Warane. Mist. Ja. Also Schwertträger sind Fische. Dachte ich mir jetzt schon. Sie habe ich definitiv falsch abgebogen. Die hätte ich vorher als Drachensnapper finden müssen, die Viecher, bevor ich hier irgendwie was machen kann. War ich denn jetzt ja nicht gerade? Okay. Ah, ich hätte. Ah, guck mal hier, die liegen noch da, die Banditen. Ich wollte gerade sagen Bande, aber das trifft wozu, sie jetzt Banditen zu bezeichnen. Besonders jetzt Toddieten. Oh, der hat auch gut Pfeile bei. Eine Steintafel. Bitte lass die Viecher woanders sein. Ich quicksave mal, nur für den Fall da. Was hat ein Männchen so schwer von mir Anfänger am Hinterfloss? Was ist denn das, ein Schwertträger? Ja. Kann ich ja nicht am Feuer rasten? Ne, kann ich nicht. Schade. Na gut, dann üben wir uns mal an dieser Truhe. Wo ist mein Stift? Na gut. Rechts. Links. Ah. Rechts. Links. Links. Rechts. Rechts. Links? Ach, echt jetzt. Ja, dafür lade ich auf jeden Fall. Das nutze ich ja gar nicht. Safe Scum. Die Fische. Aber das war, bevor ich die Dinge gelootet habe. Nichts zu wollen. Das ist ein Wildschwein, die ich da im Unterholz höre, oder? Aber das Glück nicht sehe. So. Warum hat er eigentlich so eine Truhe mit so wenig Loot eigentlich so ein krasses Schloss? Rechts, links, links, rechts, 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 links. Das ist eigentlich absolut übertrieben. Guck mal, da sind 20 Pfeile drin und 20 Gold. Wow. Also für die Schwere dieses Schlosses hätte ich jetzt schon irgendwie doppelten Bogen im Boden erwartet. Nichts zu plündern. Sie auch nicht plündern. Dings verdient, aber die Band. Huh. Komm, nimm Bier. Ja, das waren auf jeden Fall die waffenhandelnden Banditen, oder nicht? Ich sollte echt schnell nach Hause kommen. Der schwarze-weiß-Unterschied ist ja echt ganz schön krass. Ich könnte natürlich meine Reise abbrechen und schnell bei den Bauern hier rasten, oder? So, als Bauer, was machst du eigentlich nach dem Arbeitstag? Also er sitzt anscheinend noch draußen und trinkt noch was, aber... Ich komme auch so Erinnerungen auf.
Hey, draußen sitzen und was trinken, bevor die Mücken kommen. Denn, wenn du fertig bist damit, machst du denn abends? Gehst du früh ins Bett, musst ja früh aufstehen. Dessen war das vielleicht bei meiner Oma früher immer so langweilig. Weil ich als Kind habe natürlich nichts gemacht da, tagsüber. Weil das sind abends nicht fertig mit der Welt. Aber wenn du jetzt als Bauer arbeitest, dann gehst du vielleicht einfach gerne ins Bett. Und schlummerst einfach ein. Das ist vielleicht das große Geheimnis. Na gut, wir können auf jeden Fall zurück zur Stadt gehen, guten Gewissens, und bei unseren Alchemisten. Vielleicht hat er ja noch eine Drachensnapper-Rolle im Angebot. Könnte ich vielleicht doch noch versuchen, den anderen Drachensnapper zu töten. Deswegen ist teilweise echt ein bisschen, also dich an Viechern hochzufahren, ist aber auch nicht so wirklich eine Taktik, oder? Ich meine, guck mal, ich brauche fürs nächste Level noch, ist nicht so viel, aber immer noch recht ordentlich Erfahrung. Und selbst die größten Viecher, die ich finden konnte, die Trolle, haben 500 Erfahrungspunkte das Stück gegeben. Bei dem im Bauernhof auch machen? Ja, weit weg davon entfernt, aber. Das sind halt so Fragen, die mir halt immer so aufkommen, wenn ich sowas sehe in Spielen. Was machst du eigentlich als Bauer abends? Gut, wahrscheinlich machst du nichts, weil du richtig fertig bist. Das ist ja maximal vielleicht mal ein Dorffest einmal im Jahr. Da gab es auch ein Buch von Terry Pratchett, was das irgendwie so ein bisschen romantisiert. Das ist, wo der. Da wird der Tod entlassen. Nein, dann zieht er auf die Farm für den Rest seines Lebens. Also, hat er nicht mehr so viel. Und da gibt es dann auch so eine kleine Art. So eine Bauernromantik. Der Tod reflektiert dann noch mit seinen, dass der Schnitter, dass die Ehre sich nicht dafür interessieren hat, was der Schnitter erntet. Mein Mann sieht das anders. Und er wird auch dafür, er wird auch vom Flickwerk oder Flickwend dafür gelobt, dass er so gut mit der Sense umgehen kann. Und dann erfindet jemand nebenan den Rasenmäher. Also die. Hey, na. Das Bier sammelt ihr an. Denn, die Erntemaschine, so rum. Der Typ nur nicht so weit weg wohnen würde. Obwohl, es war wahrscheinlich nicht der waffenhandelnde Bandit. Weil sonst hätte ich ja noch eine Quest auf Dings dafür gekriegt, oder? Das ist wahrscheinlich der eine Bandit, der noch fehlt. Ich glaube da nicht dran. Wie viel verdammte Emotes habt ihr eigentlich? Ach, kann sie so nie erlauben. Oh Mann. Ach. Einfach zu viel. Mir kommt echt die Müdigkeit hoch. Oh. So, mein lieber Herr Eichenmist, jetzt machen wir nicht sauer. So, lehre mich die Kunst der Alchemie. Was willst du wissen? Alles. Nee, eigentlich nur Essenz erhalten, das interessiert mich nicht. Hat er noch einen Drachen? Zeig mir deine Ware. Ja, für einen Drachenstepper bin ich durchaus bereit, auch gutes Geld auszugeben, weil ich glaube, er hat das. Schlafen vergessen, na gut. Lurker, Riesenratte, Feldräuber, Snapper. Ich kann mich in einen normalen Snapper verwandeln, aber das ist der Drachensnapper war halt irgendwie schon besser, sag ich mal. Na gut, Lehre mich die Kunst der Alchemie. Was willst du wissen? Ich gebe mal noch einen Punkt aus für Dings hier. Für Trankbrauen, für das andere. Da kann ich jetzt vielleicht seinen Tisch gleich benutzen? Nee, leider nicht. Kommode. Aber ich kann vielleicht an den anderen Alchemietisch was lernen, was machen. Hoffe ich. Ach ja. Meistens sind wir heute gut vorangekommen. Dafür, dass ich dachte, dass ich mich jetzt endlich den Kloster anschließen muss, aus Verzweiflung, haben wir jetzt doch dank der Snapper-Aktion doch echt viel geschafft. Sonst bin ich hier nämlich relativ fertig. Nee, hier war es nicht. Habe ich vielleicht mittlerweile all seine Pflanzen, die er haben wollte? Ich habe ihn bestohlen, wenn mir das übel nimmt. Hey, du. Habe ich wegen alle? Der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst, bist du auch nicht als Alchemist zu gebrauchen. Habe ich alle? Verstehe. Okay, ich habe anscheinend nicht alle. Hat er noch was Tolles zum Anbieten? Zeig mir deine Ware. Ach ja, reine Lebensenergie. Das ist wahrscheinlich als mächtigen Trunk. Achso, okay, gut. Das ist, also könnte ich bei ihm die Tränke zur Heilung machen. Ist das hier Herrn Smana? Die göttliche Kraft des der Gestirne, was auch immer das ist. Warum kann ich das bei ihm kaufen? Dieser Typ. Ich würde gerne seinen Tisch hier benutzen. Ah ja. Haha! Sumpfkraft verbaut? Nee. Boah, ich will mir hier keinen Joint bauen. Oh nein. Fuck. Achso, Heiltränke brauchen. Okay, gut. Speziell.
Fensterheilung, jawohl. Oh, muss ich jetzt jeden Trank einzeln machen? Womit denn? Was? Womit denn? Wie? Ich hätte nur eine einzige Laborflasche? Ne, ich hatte vorher nicht mehr, ne? Sind mir jetzt echt die Laborflaschen ausgegangen? Schatulle. Ne, kann ich auch machen. Die geklaute Juwelenschatulle kann ich auch nicht auch machen. So, warte mal. Ich kann ja gucken, wie wir über die Waffenhändler reden können. Ich habe ja was gefunden jetzt. Tiefe tiefe Trauer, ganz toll. Wegen der Waffe. Ach ja, ich habe Stelltafel noch. Gut. Hier. Nimm ein paar Tränke als Belohnung. Die Steintafeln, die ich übrigens für den Banditen habe. Ach, das waren, stimmt, das sind die Steintafeln, die eigentlich der Händler haben wollte. Wegen dieses Waffenhändlers. Nö. Tja. Ich weiß zwar irgendwie mehr, aber ich kann nichts davon erzählen. So, habe ich noch irgendeine Quest, die ich abgeben kann? Die Blutkirche? Das ist die sexuelle. Ach so. Ach, die Scheiße. Nee, das kann ich gerade nicht machen. Du magst was draus? Ja, gut, schön. Die schnaubende Kreatur macht hier gar nicht zu schaffen, weil das die Person hier nicht mehr schaffen. Tja, die Sonderlohe. Ja, wisst ihr, wo die ist? Aufs Maul. Das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Mit freundlichen Grüßen. Schau, ich finde sowieso. Und ja, nee, das war der Mist. Pflanzen von Konstantino. Ja, das ist. Die Pflanzen jeder Art. In der Taverne wird gewettet. Randolph hat den Verdacht, dass Ruka beim Weizenhaufen betrügt. Randolph für die Flasche Wacholder an Rukas Truhe am liebsten mit einer Flasche Wasser. Haha, das kann ich jetzt. Ich müsste nur mal hingehen. Machen wir das am besten mal, wa? Der Mann mit der Augenklappe. Ach stimmt, da kann ich jetzt auch mehr, nichts mehr graben. Ich habe jetzt irgendwie wieder umgehauen. Ich bin bloß gerade wieder daran vorbeigelaufen beim Backtracken. Idiot. Nee, das ist ja kein Problem. Das weiß ich auch nicht. Wer redet da überhaupt da? Rechts von mir ist gar nichts. Ja, mit eigenen Augen. Ja, zu viel. Ja. Ach, erzähl mir nicht sowas. Der erzähle ich gar nichts mehr. Siehst du, ich habe jetzt natürlich irgendwie noch 18 Skillpunkte. Weiß nicht so richtig, was ich mit dem machen soll. Also ich könnte wahrscheinlich Stärke leveln. War doch so ein Matze in meiner Lieblingsklausequenz ist. Matt bin ich noch nicht, habe ich noch nicht begegnet, oder? Weil ich kenne nur jetzt... Mir fällt aus irgendwelchen Gründen dieser komische, crazy Typ da aus Dingsbums ein. Aus Alex, der an der Brücke stand. Der dann zum Anführer einer Fraktion wird. Irgendwie. Zum Beispiel. Irgendwie. Keine Ahnung. So, die Truhe habe ich schon geknackt, ne? Der Friedhof ist hier echt nah dran. Und dann die Aufpasswächte. Doch, Gothic 1. Ja, ich habe aber Gothic 1 immer noch nicht gespielt. Die Axt. Wann denn? Ich habe doch keine Zeit. Ich habe heute 9,5 Stunden gearbeitet. Und das, obwohl ich ja nicht später zur Arbeit gekommen bin. Mit Absicht. Da hat sich die Scheiße doch wieder ewig lang gezogen. So. Ist das wirklich wahr? Das ist nicht so. Es ist übrigens gut, dass ich der Meister der Dietriche bin, aber so Haustüren ist leider außerhalb meiner Möglichkeiten. Total ärgerlich. Das will doch keiner mehr hören. Keiner mehr. Ist das die Truhe? Nee, die Truhe war auf dem Zimmer, ne? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Nee, ja nicht. Also, verlassen. Das ist eine schlimme Sache. Verlässt sie über andere, bist du verlassen. Da muss man auch mal... Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ja. Das hätte er auch selbst wissen können. Ist das wirklich wahr? Er schleicht immer so ein bisschen, als würde sich, hätte er sich einkackt, ne? Das wundert mich. Wenn ich jetzt noch wüsste, welche Truhe das ist. Das hätte er auch selbst wissen können. Das Problem ist, ich habe das Wacholderzeug jetzt schon lange rausgeklaut. Ich habe keine Ahnung, welche die richtige ist. Immer wieder. Der, sobald er hätte, das erstmal sieht, immer den Anbagger und läuft hinterher. Was zur Hölle? Das klingt ein bisschen komisch. Egal. Hoch die Tasten? Ach ja. Würde die Flasche Wacholder an Rukas Truhe am liebsten mit einer Flasche Wasser vertauschen. Habe ich 3 Flaschen Wasser? Dann haue ich jetzt einfach in jede Truhe. Achso, warte mal. Diese Truhe bestimmt, oder? Die ist nämlich verschlossen. Die habe ich bestimmt noch nicht. So.
Links. Ach, links. Links. Ach, ist ja ganz. Das ist doch lange bekannt. Das will doch keiner wissen. Ich habe diese Truhe gerade auf Kosten eines Dietrichs für. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ach hier, stimmt, die Truhe ist auch abgeschlossen. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Man weiß so gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Rechts. Er steht. Rechts. Links. Ist das wirklich wahr? Ich habe so etwas gar nicht. Ich hätte das anders gemacht. Also, die letzte Serie müsste jetzt nochmal links kommen. Das will doch keiner wissen. Ist aber auch kein Wach. Pech, Großkriegsball. Was lange wird er dir auf Arbeit keine Kinder vergessen, wäre das alles gut. Ich könnte maximal Mitarbeiter einschließen. Da kann man sich das könnte ich noch so falsch machen, wenn ich irgendwie zu müde bin. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch. Ich könnte irgendwelche Sachen aus den runterfahren. Das habe ich früher auch immer gesagt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Gar nichts mehr. Da stellt sich das immer so einfach. Ich hab was anderes gehört. Das wäre. Wieder das Gleiche. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Dum. Was soll ich eigentlich mit Pech machen? Da muss man auch mal zuhören. Ich weiß immer noch nicht, welches Wacholder ich hier eigentlich austauschen soll, ne? Wahrscheinlich die Truhe, oder? Ich stehe jetzt hier einfach mal Wasser rein. Alles wird gut. Ist das jemand's Krug? Weiß er rum? Habe ich überhaupt Wasser? Habe ich überhaupt Wasser? Doch, habe ich. Das war die einzige Truhe, die ich vorher öffnen konnte. Also bestimmt war es da drin. Das interessiert mich nicht. So. Sag dir nicht, du hast das nicht gewusst. Ich habe so etwas keine Zeit. Speichern. Dieb. Na komm, Dieb 58 ist schon lange her. Machen wir jetzt Taverne draus. Habe ich die sogar ein Taverne-Ding? Taverne 73. Was ist die letzte Nummer? Es wäre übrigens klüger, wenn die hier von unten nach oben nummerieren würde. Ich glaube 73. Ne, 74 ist bestimmt die. Jetzt ist 73 eigentlich die aktuelle. Guck ich mal selber 74, dann bin ich sicher. So, trink noch mit ihm hier. Wo ist denn der hier? Von mir erfährt keiner was. Okay, ist das hier seine Truhe? Ich könnte dir so etwas nicht. Ach, tatsächlich, das ist der Wacholder drin. Na gut. Das muss ich dann wohl. Ach du, was hat er denn für eine Axt? WTF! Sachen, die nicht dir gehören. Ich würde mal vermuten, das muss ich nachts austauschen. Und ich kann mein Wasser wieder zurückholen. Nun gut. Immerhin hast du wenigstens Geld dabei. Ja, 1000 noch was. Toll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die falschen Leute gehören. Oh. Das Manager. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Und aus. So, wir sind fertig für heute. Ich bin mega müde.